Hallihallo, meine lieben Ritter, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption. Ja, wir haben beim letzten Mal unseren ersten Schatz gefunden, der ziemlich kompliziert versteckt war, auch wenn es offensichtlich schien. Und jetzt wollen wir mal gucken, was bei De Santa noch so abgeht. Was der gute Junge oder der gute Mann uns zu sagen hat. Leere Versprechung. Aha. Um was geht's denn da? Mr. Marston, ride with us. We've been betrayed. What's happened? If there's no time, ride with us. Then we'll find the man you seek. Come. I have men waiting for us. Just outside the escalera. Vamos. Reite zum Konvoi. Er meint, sie wurden verraten. What's the hurry, DeSanta? Where we going? The rebels have taken control of an abandoned fort on the other side of Nuevo Paraíso. Many men. A place called Torquemada. We can allow them to establish a stronghold. The colonel has given me urgent orders. Which are? To kill them all. Ride with me. We have a long journey ahead of us. Fahre mit DeSanta. Oh Gott, na super. Soll ich jetzt fahren oder soll ich auf dem Beifahrersitz? Aha, okay, ich soll auf dem Beifahrersitz. Dann bin ich wohl für das Schießen zuständig, denn irgendjemand wird uns bestimmt wieder verfolgen. Okay. Doch keine Verfolgung. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind in Torquemada, oder wie das heißt, Rebellen oder so. Und die wollen die da nicht haben. Oh. Ja, jetzt geht's los. Muss immer zweimal treffen. Na? Gott, was hat mich da für ein Gewehr? Der Wagen auch noch, oder? Nee. Ach, dahinter. Schön stehen bleiben. I'm in charge here. Follow me. We will lead the way. Aha. Ich blick hier ehrlich gesagt noch nicht so ganz durch jetzt. ¿Y dónde carajo están los otros que necesitamos? Nos van a masacrar con estos pocos. Rebeldes que tú y tus hombres se habían encargado nos atacaron. Ten cuidado con ese tono de voz. Master, come on. Ignore the stupid ape. Shut your mouth, office boy. Gringo, take that sniper rifle over there. Nimm das Rolling Block Gewehr. Wo ist es? Wo ist es? Ah, hier. Erledige die Rebellen. Wo sind die? Ja, wo sind die denn? Nutze LT, um mit dem Rolling Block Gewehr ranzuzoomen. Ja, das habe ich verstanden. Ach, da oben! Ey, die treffen mich ja ständig. Ich muss mich erstmal regenerieren. Ja. So. Da ist jemand runtergefallen. Oh Gott, ich bin ja nicht so gut. So. Also mit Scharfschützenzeug habe ich es nicht so. Moment, hier. So. Also ich treffe schon, ne? Aber ich brauche immer ziemlich lange, um zu zielen. Halt mich in den Sternenhimmel. Hier ist jemand. So, daneben war auch noch jemand. Da. Ah!
Okay, das hat jemand anders für mich erledigt. So, das müssten jetzt alle gewesen sein. Nö, da drüben noch, okay. Ich brauche Deckung. Kann ich hier nicht in Deckung gehen hinter der Kutsche, okay. Ach, das sind Vögel. Oh. Hä? Da kommt jemand. Hallo? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen soll. Ich sehe nämlich niemanden. Ach, da ist jemand. Da sind sogar zwei. So. Da kommt wieder einer. Die bleiben immer hier hinter den Kistenstapel. Ins Tal. Aha, soll ich jetzt weiter mit dem Gewehr schießen oder soll ich jetzt wieder ein ganz normales nehmen? Ich nehme mal wieder ein ganz normales. Oder? Ah, geht schon. So. So, hier vorne ist aber irgendwo noch einer, ne? Komm raus und zeig dich. Ah, hier, oder? Nee, doch nicht. Ich dachte. Komm. Komm raus da. Ich biete mich auch als Köder an. Wo ist denn der? Ja, hier ist er doch. Oh. Das war nicht nett. Zieh mit der Armee zu den Ruinen. Okay, wo geht's da lang? Hier hoch erstmal, ne? Ich habe nicht wirklich einen Plan, um was es geht. Ich habe nur irgendwas mitgekriegt mit Rebellen oder irgendwie sowas. Aber wir machen einfach mal mit. Oh Gott, der lebt ja immer noch. So. Ah, jetzt brauche ich mittlerweile 3 Schuss. Vielleicht sollte ich doch lieber dieses Scharfschützengewehr nehmen. Schießt sie noch endlich ab. So. Ich verstehe leider kein Wort, was ihr sagt. Da hinten. Die kommen erst noch her. So, wir machen jetzt mal hier die Offensivtaktik. Ah, hat doch ganz gut funktioniert. So, ich renne einfach mal weiter. So, scheint ja richtig zu sein. Na, jetzt bleib ich hier an dem hängen. Renn mir nicht ins Ziel, du Trottel. Hier ist noch jemand gewesen, oder? Ja,
hat hier aber doch sehr gute Überlebenschancen, muss ich gerade mal sagen. Wenn man einfach nur ein bisschen rumrennt und immer ordentlich schießt. Oh. Pferde in der Schussbahn. Lebt der immer noch? Ja, was schießt der denn da? Nee, so geht das nicht. Hier, guck mal. Eigentlich hätte der mich ja jetzt voll abgeknallt. Aber nö, nicht in Red Dead Redemption. Na, komm hoch da. Komm hoch. Ah. Er rennt mir schon wieder ins Ziel. So. Lad schon nach. So, da ist noch jemand. Ist da noch jemand? Nee. Doch. So. Ah. Seid doch mal ein bisschen geduldig. Wie viele sind denn noch? Oh. So. Kann ich nicht mal ein anderes Gewehr nehmen mit ein bisschen mehr Durchschlagskraft? Was hat der hier drauf? Der ist auch nicht besser, oder? Ja, doch nicht mal auf den hier vorne. Oh, ja genau, den da. Nee, der hat auch nicht drauf. Ja gut, ziehen wir doch eigentlich immer ganz gut. Was haben wir da? Eine doppelläufige? Ne, die trifft ja auf Entfernung nicht. Das ist dieses komische. Den bleib ich jetzt einfach mal dabei. Ich treff den hier hinter dem scheiß Block nicht. So. Gibt's ja gar nicht. So. So. Ja, jetzt laden wir beide nach. Oh, jetzt rennen die mir schon wieder ins Bild. Das ist doch nicht zu fassen. Kann hier nicht, so kann ich nicht arbeiten. So, und da oben noch. Triff dich mit DeSanta in Torquemada. Ja, wir sind in Torquemada, wenn ich mich nicht irre. Hombre, lo que sea mujer. Amigo, ¿qué pasa? A killer like you deserves fine women and wine. The best pleasures Earth can give a man. I need some information, DeSanta. All in good time. My man and I will finish our business here, and we can talk back at Escalera. The next time I see you, I need some answers, Captain. Go get drunk, go get a woman! Enjoy life! It's a beautiful struggle! Ich habe so das Gefühl, wir werden nicht ernst genommen. Dieser Vogel scheint uns auch irgendwie ein bisschen auszunutzen, glaube ich. Wir sollen denen ihre Drecksarbeit machen und unsere Angelegenheiten steht eigentlich so ganz hinten an, wenn es sich da überhaupt irgendwas ergibt. Aber wir haben immerhin 100 Dollar jetzt bekommen und 300 Ruhm, 300, weil wir jetzt Rebellen getötet haben. Naja, weiß ich ja nicht. Ob das so ruhmvoll ist?
Jetzt mal alles einsammeln hier. Wir sind jetzt übrigens hier ganz im Osten von Mexiko. Das ist Torquemada. Ein Rebellenlager gewesen. Und wenn wir jetzt die Kutschfahrt nicht übersprungen hätten, wären wir praktisch vom Westen in den Osten gefahren. Ah, hier können wir wieder mit ihm reden. Ich glaube, da kommt aber nicht viel bei raus. Ich werde mal einen Zwischenstopp in Casa Madrugada einlegen. Das ist am nächsten. Wo ist jetzt Sina gewesen? Die war doch hier vorne irgendwo, ne? Ja, hier. So, jetzt aufpassen, dass wir hier uns nicht irgendwie runterfallen lassen. Das ist ja hier eine Strecke für mich. Hier kann ich überall gegenrennen. Dusch, dusch. Wo ging es jetzt runter? War das jetzt denn hier schon oder? Ja, sieht gut aus. Schon wieder. So, wo bin ich jetzt? Hier lang oder da lang? Nee, hier lang, ne? Da sind die Symbole. Oh, Vollmond. Was ist hier los mit dir? Kutsche geklaut. Okay. Fest hier geblieben. Los, hinterher. Alter, der hat aber einen Zahn drauf. Los, jetzt gib mal Gas hier. Was hat der für eine Kutsche? Oder ich meine, besser gesagt, was hat der für ein Pferd? Moment, das machen wir anders. Ich hab's im Guten versucht. Aber so geht das nicht. Aber Respekt für das Pferd. So. Wenn wir helfen können und Zeit haben, dann können wir das ruhig machen. Was? Was? Die Rückgabe der Kutsche ist gescheitert? Wieso das denn? Was? Das gibt's ja gar nicht. Dann behalte ich die jetzt. Und wir fahren mal mit der Kutsche nach Casa Madrugada. Sina kommt schon nach, keine Angst. Hier, die pfeifen wir einfach mit. Dann kommt die schon hinterher. Tja, wenn der gute Herr nicht warten kann, dann gehört das jetzt mir. Das Pferd und die Kutsche. Oh, eine Sauerei aber auch. Will man helfen und was hat man davon? Minus 50 Ehre. Hör mir auf.